Es ist ein Zauberreich zwischen Schneekoppe und Jeleniagura, dem deutschen Hirschberg, das Hirschberger Tal. Dieses Tal ist ein schlesischer Superlativ. 30 Schlösser reihen sich im Talkessel. Das Hirschberger Tal ist der Vorgarten für das Riesengebirge, das diesen Landstrich südlich begrenzt. Vor 250 Jahren entdeckte Preußens Adel das Tal am Fuße der Schneekoppe und baute prahlerische Anwesen. Berlins Hof zog hier in die Sommerfrische. Seit 1989 widmet sich die Polnische Republik verstärkt diesem Kulturerbe. Und nicht zuletzt Nachfahren der vertriebenen Adelsgeschlechter sanierten einige Herrschaftssitze zu Edelherbergen von märchenhaftem Charme. Kommen Sie mit zu einem Schlösserhopping zwischen Schneekoppe und Jeleniagura. Auf ins einzigartige Hirschberger Tal. Willkommen dort, wo das Hirschberger Tal beginnt oder, je nach Standpunkt, endet. Wo der Besucher am Schwarzen Berg von Karpatsch Himmel und Hölle begegnen kann. Willkommen in der Wikingerkirche Wang. Diese spooky Kirche Wang ist eine Stabkirche. Die Bezeichnung rührt von den Schiffsmasten oder Stäben her, mit denen das Gotteshaus erbaut wurde. Rund 900 Jahre zählt die Kirche und stand ursprünglich in Wang, Norwegen. Dort war sie vor knapp 200 Jahren zum Abriss freigegeben. Ein echter Mittelalter-Fan, ein Preußenkönig, kaufte diese mystische Kirche und ließ sie am Schwarzen Berg von Karpatsch aufstellen. Aber wenn Sie genau hinschauen, ein bisschen gruselig ist sie schon. Also Fratzen und Tierwesen sollen Dämonen und bösen Zauber abwehren. Insofern steht die Kirche auch schon ein bisschen bei Odin und wendet sich nur teilweise dem Christengott zu. Tatsächlich, dieser windblasende Poltergeist könnte Odin sein, auch Wodan genannt, der oberste der germanischen Götter. Ein unheimlicher Ort. Vielleicht ist dieser Odin ja identisch mit Rübezahl, dem hiesigen Berggeist, dem zauberkundigen Herrn der Berge. Und mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Ich hab's ja gewusst, nichts wie weg hier. Ich muss mich jetzt wirklich mal zusammenreißen. Aber zumindest was den Rübezahl anbelangt, da bin ich hier genau an der richtigen Stelle. Denn so soll er in Wirklichkeit aussehen. Also ein richtiger Teufel, gehörnt und geschwänzt. Und in diesem Museum, dem Museum für die Geheimnisse des Riesengebirges, wissen Sie alles, wirklich alles über Rübezahl. Das ist kein Museum. Das ist eine unterirdische Bergwelt, ein magisches Refugium, ein Labyrinth aus Rübezahl-Sagen und verbürgter Geschichte. Es gibt sogar eine Kräuterküche. Tja, das Riesengebirge belieferte halb Europa mit Heilkräutern und Arzneien. Ein Hotspot für Kräutersammler, den frühen Apothekern, den Laboranten. Oder
das Mineralienkabinett der Wallonen. Die Wallonen sind legendäre Einwanderer, die der Gegend Edelsteine abrangen und die angeblich magisches Wissen rund um den unsterblich machenden Stein der Weisen besaßen. Tatsächlich dürften die Wallonen einfach erfahrene Bergleute gewesen sein, die aus dem heutigen Belgien ins Riesengebirge eingewandert sind. Einst soll Rübezahl dieser Stab gehört haben, der in Karpatsch 2011 ausgegraben wurde. Katarzyna Saganowska zum okkulten Objekt. Was genau hat man denn mit dem Stab gemacht? Laut Legende soll der Stab Rübezahl unserem Berggeist gehören. Mit dem Stab konnte er sich wie von Zauberhand von Ort zu Ort bewegen. Auch das Glasmachen hat im Hirschberger Tal Tradition. Wald und Bodenschätze, das stellt ein magisches Duo für Glashütten dar. Jetzt darf Rübezahls Zauberstab zeigen, was in ihm steckt. Auf zur Glashütte Julia in Petersdorf. Die Kristallglashütte Julia, nahe Schreiberhau in Petersdorf, dem polnischen Piechowice. Sie ist die letzte verbliebene von früher drei Hütten im Tal. Die Glashütte hat die Vertreibung, den Sozialismus und den Konkurs eines amerikanischen Betreibers überlebt. 80% der Ware wird exportiert. Das ist das Herz unserer Fabrik, die Glasbläser. Und Sie sehen, das ist ein sehr hochwertiges Glas, sehr transparent. Der Lichtschein ist wundervoll. Wir gehen zu Frau Jola. Sie ist eine von unseren erfahrensten Schleiferinnen. Sie bearbeitet ein goldenes Whiskyglas. Wahrscheinlich wird es nach Süd- oder Nordamerika exportiert. Weit bin ich eigentlich nicht gekommen, oder? Auch egal. Na gut, Sie hatten hoffentlich einen glasklaren Eindruck von Piechowice, also Petersdorf bei Schreiberhau. Und dass ich im Zauberbann des Rübezahl stehe, nicht vom Fleck komme und hier irgendwie alles nicht mit rechten Dingen zugeht, das kann ich Ihnen sogar mit einem wissenschaftlichen Experiment beweisen. Anomalia gravitatis, Gravitationsanomalie. An dieser Stelle, an dieser Straße, soll die Schwerkraft umgepolt sein. Sei es ein Zauber Rübezahls oder eine optische Täuschung oder eine lokale Störung des Magnetfeldes der Erde, jedenfalls, ich habe keine Ahnung, soll hier nach oben rollen, was eigentlich abwärts kullern müsste. Schauen wir mal. Voilà. So geht das. Was ist das eigentlich? Stohnsdorfer Kräuterlikör. Ich hatte eingangs versprochen, ein Schlösserhopping im Hirschberger Tal, also ein Sightseeing mit Schlössern. Und diese Flasche, die führt mich jetzt gleich zu einem barocken Herrensitz ganz in der Nähe, nämlich zum Palast Stanisław oder zu Deutsch Schloss Stohnsdorf. Ten Points für Schloss Stohnsdorf. Es punktet mit einem französischen Garten am, nun ja, Haus oder an den Häusern am fantastischen Landsitz.
Und es wartet mit einem Landschaftspark im englischen Stil auf. Das bedeutet, der Park soll natürlich aussehen, als habe nicht Menschenhand, sondern göttliche Vorsehung dieses Paradies geformt. Tatsächlich war die Hand Gottes im Fall Stohnsdorf die von Peter Joseph Lenné. Lenné wurde vor 200 Jahren zum Lieblingsgartenbauer der preußischen Oberschicht. Das Stohnsdorfer Anwesen gilt als das schönste im Hirschberger Tal. Kein Wunder, die Schwimmhalle und Gesellschaftsräume, nicht zuletzt die Zimmer, prahlen mit schweren Teppichen und üppigen Dekors. Una Schokolade fondue. Vielen Dank, Cinque Barzo. Tja, also hier pflegt man vor allem die französische Küche und das Ambiente. Sie sehen es, sehr nobel, sehr edel. Also ich muss schon sagen, das hat Stil. Schokolade. Meine Welt. Das ist warm. Fein. Auf Schloss Danijuf treffe ich die Schlossherrin Agatha Romegida, eine studierte Kunsthistorikerin. Agatha verkauft im Schloss eigene Designentwürfe, nicht zuletzt ihre herrlichen Tapetenkreationen. Ja, das sind unsere Tapeten. Sie sind ein Spezialdruck mit Patina. Dadurch sehen sie aus wie alte Malereien. Nicht alles sind meine Entwürfe. Wir nutzen Motive aus Sammlungen und Museen. Ungefähr 500. Wie sind Sie denn zu dem Schloss gekommen? Hat das Schloss Sie gefunden oder haben Sie das Schloss gefunden, Agatha? Also mein Mann hat mir gefunden. Das Schloss war nicht mein Traum. Ich habe mich in meinen Mann verliebt und das Schloss ist dazugekommen. Dann habe ich versucht, etwas für das Schloss zu machen. Für Hotel, Schwimmhalle, das Restaurant. Etwas, was hier funktioniert. Hotel mit Bassin, mit Restauration. Herzlichen Dank, es hat mir große Freude gemacht. Dankeschön. Schloss Stohnsdorf im Hirschberger Tal. Schlossherr und Ehemann Watzlaw Gida kümmerte sich um den Wiederaufbau des kaputten Gemäuers und stellt sich nunmehr einer neuen Herausforderung, der des Likörmachens. Stohnsdorfer am Ursprungsort. Das ist neue Entwicklung, das ist neuer Rezept. Wir haben hier alle Waldbeeren. Dazu kommen noch Kräuter, viele Kräutermischung und noch Anis. Also in der Geschmacklinie ist er anders als der alte. Wie haben Sie eigentlich das Schloss entdeckt oder hat das Schloss Sie entdeckt? Ich habe vor 25 Jahren eine Fahrradtour gemacht nach Stohnsdorf. Und ja, da habe ich das Schloss entdeckt. Das war schon eine halbe Ruine. Und da hieß es, es ist gerade zu verkaufen. Und da war ich drin einfach. 3 Jahre später sind wir geheiratet hier im Schloss. Auch das war die erste Hochzeit. Unsere Festsaal ist praktisch für unsere Hochzeit entstanden. Darauf einen, nicht Dujardin, sondern einen Stohnsdorfer. Stohnsdorfer, man sagt in Polen Nazdrowie. Nazdrowie. Sehr zum Wohl. Das ist ja bekannt. Also die Fruchtlinie. Ja, der ist süßer fruchtig als der alte, aber die Kräuter und Anis, das kann man auch schon alles. Aber nicht so vordergründig. Anis schmeckt man, aber nicht so sehr fruchtig. Und wie komme ich jetzt nach Lomnitz, also zum Schloss Lomnitz? Das sind immerhin 15 Kilometer von hier. Rübezahl, hilf. Ich danke dem Herrn der Berge. Voilà, it's magic. Dreißig herrschaftliche Anwesen machen das Hirschberger Tal zum schlesischen Elysium, zum Paradies auf uraltem Kulturboden. Darunter das preußische Königsschloss von Erdmannsdorf, heute eine Schule. Oder der Pauaz Paulinum, ein schickes Sternehotel.
oder das Schloss Fischbach, polnisch Zamek Kaprniki. Oder Lomnitz, Lomnica, wohin mich eben Rübezahls Zauberstab teleportiert hat. Schloss Lomnitz war nach der Wende der erste Adelssitz, der aus Ruinen wieder auferstand. Sozusagen die Blaupause für alle anderen Schlossrettungen. Dieses gelbe Gebäude, der sogenannte Witwensitz, ist heutzutage das eigentliche Hotel. Stimmungsvoll, nicht protzig, von biedermeierlicher Lieblichkeit sind Lobby und Zimmer. Lomnitz empfängt heimelig, dabei mit einer gewissen feierlichen Aura. Mmh. Schlesischer Apfelstrudel aus schlesischen Äpfeln und selbstverständlich hausgebacken. Darauf habe ich mich den ganzen Dreh über schon gefreut. Hier in Lomnitz pflegt man echte polnische Hausmannskost. Und an Hüftgold denken wir jetzt überhaupt nicht. Nee, ne? Das eigentliche Schloss ist ein Museum über die schlesische Lebensart. 3 Jahrhunderte Leben in Schloss Lomnitz, so heißt die neue Dauerausstellung. Die Eigentümerfamilie von Küster hat auf 3 Etagen Epochen und Wohnstile rekonstruiert, renoviert, reanimiert, remöbliert. Auf dem Tablet machen kleine Filme, machen moderne Medien eine untergegangene Welt lebendig. Befreundete Vereine halfen bei den Spielszenen. Ich staune, hier hat sich richtig viel entwickelt. Zu sehen sind etwa das Büro eines reichen Leinenhändlers, ein Teesalon um 1800, die historische Schlossküche im Gewölbekeller und ein Schulzimmer, das offensichtlich noch aus den sozialistischen Zeiten der Volksrepublik Polen stammt. Das Anwesen lockt zudem mit Restaurant und Schmiede. Ein Leinenkaufhaus verführt zum Stöbern. Schlesien und seine Leinenweber gehören in die Gegend wie Mond zur Küche und Schnee zum Riesengebirge. Sozusagen unter Leinen habe ich mich mit Elisabeth von Küster verabredet, der Herrin auf Schloss Lomnitz, der Aufbaupionierin und Hotelmanagerin. Warum ist Leinen explizit hier ein Schwerpunkt? Leinen braucht erst einmal natürlich Flachs, der hier angebaut wurde. Und dann braucht es viele, viele fleißige Hände. Früher natürlich Handweber, die meistens nur zu finden waren in Gegenden, wo es sehr arm war. Denn es ist eine extrem harte Arbeit, eine Arbeit, die also wenig Ertrag gebracht hat. Und deswegen haben das hauptsächlich arme Menschen in Bergregionen gemacht, weil dort einfach wenig an Alternative war. Das sieht ja sehr gut aus. Anfang der 90er Jahre, als Sie hergekommen sind, wie war das eigentlich? Gab es da Unterstützung vom polnischen Staat oder fremdelte man etwas mit deutschen Investoren? Da mussten wir dann natürlich zu einem Beamten gehen, der zuständig war für diese Schlossruine. Und das war unsere hiesige Dorfbürgermeisterin. Und die hat einen Satz auf Deutsch gesagt, sonst sprach sie kein Deutsch. Bitte kaufen. Der Abschied von Lomnitz fällt mir schwer. Aber das Hirschberger Tal scheint schier unerschöpflich. In unmittelbarer Nachbarschaft liegt schon der nächste Prachtbau, Schloss Schildau. Ist Lomnitz einst eher ein Gutshof gewesen, so ist Schloss Schildau, der Pałac Wojanów, ein echt feudales Märchenschloss. Von den 30 Herrensitzen im Hirschberger Tal sind anno 2022 11 saniert und zweifelsfrei gerettet. Auch Schloss Schildau, die feudale Luxusherberge.
Jelenjagura kommt in Sicht, deutsch Hirschberg. Mit schönem Ringmarkt, mit viel Substanz in der Altstadt, bei 80.000 Einwohnern. Eine Hauptstadt für das Tal. Vom Rynek, also dem Ringmarkt Hirschbergs, sind es gerade mal 90 Kilometer bis nach Breslau oder Wrocław und überschaubare 70 Kilometer bis Görlitz, also auch überhaupt nicht weit. Und Sie sehen es hier schon im Hintergrund, es ist Flohmarkt heute, der berühmte, der alle Sammler erfreut und alle Kenner eigentlich hierher lockt. Ich denke, da schlagen wir uns jetzt auch mal ins Getümmel. Wie laufen die Geschäfte? Schlecht. Scheiße. Einiges günstiger. Alles sinnvolles Zeug. Das letzte Mal, vor 2 Jahren, war er schon mal hier gewesen und da hat er sich dann hinterher geärgert, dass er es nicht gekauft hat. Das ist ja schön, Dzień dobry. Darf man das anfassen, można? Ja. Gut, das würde jetzt zu meiner grünen Jacke passen. So vielleicht? Die sind aus Holz und Harz. Dann nehme ich diese hier mit. 2, ne? Das gehört ja immer zusammen, ne? Hoch über dem Hirschberger Treiben thront die sagenumwobene Burg Künast. Früher eine Grenzfeste der Schweidnitzer Herren, die sich so gegen Böhmen sicherten. Nun wird mir fast ein bisschen wehmütig ums Herz beim Blick auf das Hirschberger Tal und das Riesengebirge, das sich am Horizont da auftürmt. Majestätisch grüßt ja auch die Schneekoppe mit ihren stolzen 1603 Metern. Heute ist sie sogar zu sehen, was ja nicht immer der Fall ist. Und die Burg Künast, auf der ich jetzt hier oben stehe, die wacht schon seit über 700 Jahren über Jelenjagura und das Hirschberger Tal. Künast, das Samek Hojnik, eine Burg oder ansehnlich erhaltene Burgruine, sozusagen die Urmutter aller Herrschaftssitze im Tal der Schlösser. Von hier geht der Blick zur Schneekoppe, vor dem Krieg die höchste Erhebung eines deutschen Mittelgebirges. Sie ist der Thron Rübezahls, gern winterlich im Sommer, ein Sehnsuchtsberg. Mit der Schneekoppe im Rücken möchte ich nun, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, Abschied nehmen. Von ganzem Herzen, David Senja, nach Sledernow. Auf Wiedersehen.